Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe. Heute am Donnerstag, dem 5. März 2020. Der amerikanische Aktienmarkt präsentierte sich gestern unglaublich stark und dabei kletterte der S&P 500 Index auf Tagesbasis gesehen um 4,22% nach oben. Dabei konnte insbesondere der S&P 500 Index wieder die sogenannte 200-Tage-Linie nach oben durchbrechen, was natürlich ein positives Signal dargestellt hat. Und dies führte direkt dazu, dass sich der Index weiter erholte bis zum 50er Retracement. Tendenziell sogar, sollte die gute Stimmung kurzfristig anhalten, wäre oberhalb der 200-Tage-Linie, also sprich oberhalb der Marke von 3050 Punkte, auch noch Platz, sich weiter zu erholen in Richtung der Marke von 3190 Punkte knapp. Dort verläuft das sogenannte 62er Fibonacci Retracement. Ich gehe jedoch davon aus, dass spätestens dort wieder die laufende Kurserholung eher abverkauft werden dürfte. Ganz interessant auch der Blick auf Amazon. Rückblickend hatte ich ja mal eine Amazon Short Trading Idee vorgestellt. Das war dann auch letztendlich korrekt. Und jetzt sehen wir, nach dem heftigen Kursrutsch bis auf fast 1800 US-Dollar hat sich die Aktie schon wieder deutlich erholt. Nichtsdestotrotz, der alte Kurswiderstand liegt bei 2050 respektive 2037 US-Dollar. Auf diesem Kurskorridor sollte man noch weiterhin Acht geben. Sollte sich die Aktie nochmals in diesem Kursbereich erholen, könnte man tendenziell wie folgt vorgehen, nämlich mit dem Einstieg zwischen 2037 und 2050 US-Dollar, Stopp am letzten Hoch und Ziel eben mindestens 1800 US-Dollar oder sogar noch ein klein wenig tiefer. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.